Herzlich willkommen wieder zu unserer Europa-Sendung Capital Beat. Hier geht es um Europathemen und alles das, was uns als Bürger betrifft, was zum Beispiel in Brüssel beschlossen wird. Wie weit wirkt das auf mich als Bürger Deutschlands aus? Und deswegen habe ich mir heute eingeladen, Professor Peter Fissenebert, herzlich willkommen. Hallo, Herr Brinkmann. Sie haben eine Kanzlei in Brüssel und beschäftigen sich damit, was passiert, wenn Recht aus Brüssel mich betrifft. Zum Beispiel, wenn ich von Berlin nach irgendwo hinfliege und der Flieger startet nicht pünktlich. Dann gilt deutsches oder europäisches Recht? Europäisches Recht. Und dann nicht bei Ihnen in Brüssel? Ja, wenn Sie Probleme damit haben. Ja, genau. Habe ich jetzt. Ja. Der Flieger geht nicht los. Das heißt, was beschäftigt Sie in Brüssel tagtäglich? Also in der Tat, wenn Ihr Flieger zu spät kommt, dann können Sie zu Ihrem Anwalt an jeder Stelle gehen, wo Sie wohnen. Das ist europäisches Recht, das gilt. Und europäisches Recht geht nationalem Recht vor. Also wir haben ein tolles Recht, eine tolle Verfassung. Und also kann ich doch unser Strafgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch in die Tonne stecken, oder? Nee, das gilt schon. Also im deutschen Rechtsraum gilt das auch. Und es gilt auch zu großen Teilen im europäischen Raum, dort, wo es halt den Geltungsbereich hat. Aber das deutsche Recht hat natürlich auch maßgeblichen Einfluss auf die europäische Rechtsprechung und Gesetzgebung auch. Und dann sind wir irgendwann in Brüssel auch. Brüssel ist die Hauptstadt, die Rechtshauptstadt Europas überhaupt. Und schön, da, wenn man eine Kanzlei hat. Das ist eine schöne, niedliche Stadt. Ja. Wir sitzen ja an vielen Standorten in Deutschland, ja. Auch an vielen internationalen Standorten. Sie sitzen ja auch in Berlin. Viele werden sagen, den kenne ich doch, genau. Wir machen ja auch hier eine Rechtssendung im Namen des Volkes mit Fragezeichen. Sie sind in der Kanzlei Buse und Hebra, fromm in Berlin, aber mit einer Kanzlei auch in Brüssel. Ganz genau. Ich bin verantwortlich für das Brüsseler Büro auch als deutscher Partner. Und dort sitzen ein paar Anwälte, die sich in der Tat um das europäische Recht kümmern. Natürlich auch ums belgische Recht, aber das ist jetzt nicht so spannend, insbesondere nicht für diese Sendung. Aber das ist interessant für Leute, die sich in Europa bewegen, die Unternehmen gründen, die Rechtssicherheit haben wollen, die wissen wollen, wohin geht's in Europa, was muss ich beachten. Und da können wir von Brüssel aus sehr gut tätig werden, weil wir direkten Einfluss, vielleicht nicht direkten Einfluss, aber direkten Zugriff auf die Leute haben, die nicht nur entscheiden, sondern Dinge auch voranbringen. Was mich immer wundert ist, wir haben 27 Mitgliedstaaten in der EU. Ja. Jedes Land hat seine eigenen Gesetze. Ja. Hat seine eigenen Parlamente. Wie kriegen Sie das denn in Brüssel so gebündelt, dass Sie das alles verstehen und unter einen Hut bringen? Also ob das alles verstanden wird, da habe ich ehrlich gesagt auch manchmal meine Zweifel. Aber wir haben das ja schon in der bundesdeutschen Gesetzgebung, dass da viele mitreden und das alles lange dauert. Mhm. Und am Ende aber vieles doch gut wird. Und ähnlich muss man sich das Europäische Haus vorstellen, halt ein bisschen größer. Dort gibt es auch natürlich Interessen und Einflussnahmen. Und genau das ist das Spannende, was dieses Europarecht eben so ausmacht. A, das Recht, was schon Recht ist, aber B auch, wo man spürt, wo geht der Weg hin. Gerade aktuell wird ja diskutiert eine Initiative des europäischen Justiziars, der ein Recht auf digitales Vergessen fordert. Also die Geschichte, kann ich meine Sünden, meine Jugendsünden im Internet irgendwann mal was man so löschen. Leichtfertig auf Facebook stellt. Ja, ne? Ja, und da gibt es ganz spannende Interessen aus allen EU-Ländern. Das könnte man eigentlich weltweit diskutieren. Und das ist natürlich interessant, auch für Unternehmen, die sich in dem Bereich bewegen. Einfach zu fragen, wo geht der Weg hin? Worauf muss ich mich einstellen als Internetunternehmen? Was kann ich meinen Mandanten im nächsten Jahr anbieten? Was muss ich denen bieten? Und wie weit kann ich jetzt schon vorausdenken? In Brüssel haben Sie auch eine andere Arbeitszeit, nicht? Da hat der Tag 30 Stunden, habe ich so das Gefühl. Nee, das war Berlin. Also, in Brüssel sind es 32 Stunden. 32 Stunden. Was mich immer auch bewegt ist, wenn ich im Internet etwas bestelle, in London zum Beispiel, dann kann ich das nicht bekommen in Deutschland. Obwohl ja England zur EU gehört. Ja, ist das nicht so ein Thema, womit Sie sich auch tagtäglich beschäftigen müssen? Warum ist das Kaufrecht noch nicht vereinheitlicht? Ja, es gibt das. Das erfahren ja ganz viele Bürger am eigenen Leib. Die sagen, die kriegst das nicht. Ja, das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Also eigentlich kriegt man fast alles überall. Aber tatsächlich sind wir noch nicht so ein europäisches Haus oder haben so die Freizügigkeit, wie wir das haben wollen. Und es gibt auch Protektionismus in einzelnen Staaten oder man spürt das.
Wenn man daran denkt, haben wir eine europäische Freizügigkeit beispielsweise, heißt das ja nicht, dass ich tatsächlich von jedem Land ins andere Land vielleicht reisen kann. Mhm. Aber wenn ich mich in Frankreich oder England niederlassen will, auch in Deutschland übrigens, dann ist das gar nicht so einfach. Dann muss ich nämlich... Habe ich anders gedacht. Habe ich eigentlich gedacht, ja, als Europäer ist das so. Längst. Ja, sollte man meinen. Ja. War auch bis vor kurzem vielleicht in Deutschland noch einfacher. Mhm. Heute gibt es da ganz klare Regeln, die sagen, klar kannst du dich niederlassen, aber sieh mal zu, dass du mir nicht zur Last fällst. Mhm. Also am liebsten hast du Arbeit, eine feste Wohnung, aber eine feste Wohnung kriege ich auch nur, wenn ich feste Arbeit habe. Mhm. Also das sind alles Dinge, die, wenn man sie aus der einen Seite betrachtet, denkt man, das ist ein Rückschritt. Aus der anderen Seite denkt man, das ist ganz gut so. Oder denken Sie an die Dänen, die wieder daran gedacht haben, die Grenzen zu... Ja, zu, das ist ja nun gelöst durch, ja, die neue Gott sei Regierung. Dank. Gott sei, ja, Dank. Nicht? Aber es gibt ganz viele Dinge, die wir auch europäisch oder die man europäisch brillant gelöst hat. Also das Gesellschaftsrecht wird immer internationaler, immer europäischer. Und auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es nun in Belgien genau gelöst ist, mhm, oder in Holland, habe ich aber doch einen Anhaltspunkt und kann meine Mandanten da beraten. Und das ist großartig. Mal Hand auf Ihr europäisches Herz. Ja. Sind Sie durch Ihre Tätigkeit in Brüssel inzwischen zu einem noch überzeugteren Europäer geworden oder lieber etwas skeptischer? Nein, ich bin überzeugter Europäer, ich bin aber auch überzeugter Deutscher. Und wir Deutschen... Was zuerst? Deutscher. Wir nehmen für uns ja in Anspruch, auch die Erbauer oder Architekten des Europäischen Hauses zu sein. Robert Schumann und Konrad Adenauer. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir tatsächlich im Bereich der Gesetzgebung auch mehr deutschen Einfluss haben, weil wir wirklich großartige Gesetze haben, schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Eigentlich sind wir Wegweiser da gewesen. Aber ich habe das Gefühl, die letzten 20 Jahre haben wir uns in Europa ein bisschen zu vornehm zurückgehalten. Ja, da blutet Ihr Herz ein bisschen. Ja, ein bisschen, weil ich, weil mich gewisse Dinge drängen, die ich gerne gehabt hätte, dass wir sie voranbringen, weil wir da auch deutsche gute Vorbilder haben. Jetzt werden Sie Chefjustiziar der EU. Mhm. Und Sie kriegen den Auftrag, schreiben Sie ein neues Gesetz für die EU, ein neues Grundgesetz. Was, ja, würden Sie Paragraph 1 und 2 schreiben? Was ist das Wichtigste für die neue Verfassung Europas? Natürlich die Würde des Menschen, wie es auch jetzt schon festgelegt ist. Und die muss unantastbar sein und bleiben. Und so ist es ja auch. Und das ist, glaube ich, unser wichtigstes Menschenrecht, europäisch wie weltweit. Und was würden Sie an zweite Stelle setzen? Die Freiheit. Oder würden Sie einfach das Grundgesetz übernehmen? In wesentlichen Teilen ja. In wesentlichen Teilen, also in Bezug auf die Grundrechte, auf die wesentlichen Grundrechte ja, und an allererster Linie die Würde des Menschen und in zweiter Linie oder gleichrangig ist die Freiheit der Menschen. Schauen Sie mal ein bisschen in die Zukunft, eine Prognose. Sehen Sie Europa als Bundesstaat irgendwann oder als lockeren Staatenbund? Das, was es ja jetzt eigentlich ist. Oder sehen Sie Europa eher zerfallend im Zuge dieser ganzen Krise? Nein, ich sehe Europa tatsächlich als Einheit, was brauchen wird und noch lange brauchen wird, seine Identität zu finden, weil man natürlich den Staaten ihre Individualität lassen muss. Und das ist natürlich schwierig, das ist auch schwierig zu verstehen, dass in anderen Ländern anders getickt wird. Aber auch da ist das Recht schon weit voraus. Wenn man sich das Recht der europäischen Aktiengesellschaft anguckt. Das klingt jetzt so theoretisch, aber das ist ein, ich kann eine Aktiengesellschaft mittlerweile überall gründen, ob ich da sitze oder nicht. Ich kann mich im Europäischen Haus bewegen, aber das Arbeitsrecht, die individuellen Geschichten des Arbeitsrechts, die in jedem europäischen Land anders sind, die sind auch dort individuell beibehalten. Und das sind ganz gute... Das heißt, die sind immer noch national. Genau. Und das sind ganz gute Beispiele, wie ich finde. Also man kann sich international bewegen, global bewegen, aber gewisse Besonderheiten werden doch beibehalten. Und das wirkt eher wie ein Rückschritt oder wie eine kleine Bremse. Ich halte das aber für gut. Das heißt, die kleinen nationalen Besonderheiten sollen bleiben, aber das große Dach ganz drüber, genau. Aber jeder hat sein eigenes kleines Zimmerchen. Trotzdem wohnen wir in einem Haus. Das so war das es. Wort von Gorbatschow, das zur deutschen Einheit geführt hat. Aber es ist ein großes Wort. Ja, es ist ein großes Wort. Ist ja auch was geworden. Ja, absolut. Aber Ihr Wort über das Haus Europa hat natürlich auch seine Berechtigung. Ich denke noch mal an einen praktischen Fall. Schulabschlüsse. Ich kann von einem Land ins andere zwar gehen, um zu studieren, aber mein Abiturzeugnis wird nicht anerkannt. Ist das ein Fall, mit dem Sie sich auch in Brüssel hin und wieder zu beschäftigen haben? Absolut, absolut. Aber das ist ja schon fast wieder nationales Recht.
weil solange wir diese föderale Schulstruktur hier in Deutschland auch haben, brauchen wir in Europa gar nicht anzukommen. Ja, die lachen immer über uns, nicht? Zu Recht. Weil sie sagen, ihr habt 16 Länder, da ist auch alles verschieden. Ja, und natürlich. Und dann wollt ihr 27 vereinheitlichen. Und natürlich gibt es 1000 Begründungen, warum es so ist. Davon sind aber nur wenige gut, die meisten sind schlecht. Und die Bologna-Prozesse haben gezeigt, dass durch die Hochschulreformen, dass das perfekt funktioniert. Und das muss natürlich auch auf Schulebene funktionieren. Was wünschen Sie sich für Europa 2020? Einen Wunsch haben Sie frei. Noch mehr Freiheit und noch mehr Einigkeit. Noch mehr Freiheit und Einigkeit unter allen europäischen Staaten. Wie sehen Sie das Europa 2020 mit Griechenland, ohne Griechenland, mit dem Euro oder ohne den Euro? Mit Griechenland und einem gestärkten Euro. Sie sind wirklich ein überzeugter Europäer. Ich bedanke mich, dass Sie heute da waren, Professor Dr. Peter Fissen-Ebert mit einer Kanzlei in Brüssel. Und Ihre Kanzlei in Berlin ist unter dem Dach von Buse, Hebrer und Fromm. Ganz genau. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn Sie diese oder eine andere Sendung wieder sehen möchten, dann bitte unter www.capitalbeat.de im Netz. Dort laufen alle unsere Gespräche. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zu Capital Beat, der Sendung aus Europa und über Europa. Bis dahin sage ich Tschüss.